Zum Thema heute wollte ein paar Verse aus dem Dhammapada besprechen. Das glaube ich, habe ich noch nie gemacht. Was ist das? Einer der beliebtesten und ich denke auch weltweit bekanntesten Texte der älteren buddhistischen Tradition. Seine Verssammlung, Dhammapada genannt. Worte der Wahrheit oder Pfad der Wahrheit wird es übersetzt. Und diese Textsammlung ist zugleich auch die älteste, die in Deutschland oder in Europa überhaupt veröffentlicht worden ist, nämlich 1855. Das ist jetzt genau 160 Jahre her, solange ich mich, wenn ich jetzt richtig erinnere, aber leider nur in lateinischer Sprache. Das hat sich mittlerweile gebessert. Es gibt eine Unzahl von deutschen Übersetzungen und man kann sich das sehr gut auch jetzt mal anschauen. Um was geht's? Es ist eine Verssammlung, wie gesagt, wo die Kernlehren des Buddha, also die wichtigsten Dinge sozusagen in konzentrierter Form dargestellt sind, auf eine ja oft auch poetische, literarische Art und Weise und nicht so ein Prosatext. Man weiß nicht genau immer, von wem diese Verse stammen. Manche sind von dem Buddha selbst. Die sind identifizierbar. Manche von seinen großen Schülern und manche auch von unbekannten Nonnen oder Mönchen. Aber sie sind es alle wert gewesen, dass man sie zu dieser Sammlung zusammengepackt hat. Und insgesamt sind das 423 für die Statistik und ich werde ungefähr jeden hundertsten Vers heute Abend besprechen, dass man mal eine Idee hat, dass das nur ja eine minimale Auswahl ist heute Abend, dass man ein Gespür hat, was geht's denn bei diesen Versen überhaupt? Noch ein kleiner Satz, weil ich immer sage Verse, es ist also kein Prosatext, sondern in Pali in der Originalsprache sind es zwei Zeilen mit jeweils 16 Silben. Und die Deutschen geben das meistens wieder mit vier Zeilen nach 18. So viel für die Sprachspezialisten unter uns. Aber uns sollte heute Abend ja mehr das Inhaltliche interessieren. Und damit fange ich auch zugleich an. Und am besten, ich lese den Satz einmal vor und dann nochmal. Beim ersten Mal werdet ihr erwachen. Beim zweiten Mal kriegt man dann mit, was ich gesagt habe. So ist es. Sich allem Bösen wenden ab, erkämpfen Gutes Schritt um Schritt, sein Herz von Schlacken rein zu glühen, das ist erwachter Lehrgebot. Nochmal, jetzt zum Verstehen. Sich allem Bösen wenden ab, erkämpfen Gutes Schritt um Schritt, sein Herz von Schlacken rein zu glühen, das ist erwachter Lehrgebot. Also ein Beispiel. Dieser Vers ist der 183. in dieser Sammlung, ist ein sehr bekannter, sehr berühmter Vers und er hat auch eine interessante Vorgeschichte. Und zwar beginnt die damit, dass Ananda, einer der großen Schüler und Begleiter des Buddha, diesen mal fragt, du sag mal, wie ist denn das Buddha? Was du heute lehrst und die Buddhas früher, ist das das Gleiche oder lehren die alle was anderes? Und die Antwort ist, die lehren das Gleiche. Und dann nennt der Buddha drei Verse. Einer ist davon dieser und sagt damit im Kern, ist alles das enthalten, was Buddha lehrt. Und da gibt es noch einen interessanten Punkt. Dieser Vers steht in der großen Sammlung der Lehrreden, einmal auch in der längeren Sammlung, wo er einem früheren Buddha namens Vipassi zugeschrieben wird. Da ist die Rede von einem früheren mythischen Buddha, der Vipassi hieß und der nach der Tradition vor 91 Weltzeitaltern lebte. Und er hat genau diesen Satz oder diesen Vers auch formuliert. Und wenn man das so will, könnte man sagen, das ist die älteste buddhistische Überlieferung, die es überhaupt gibt, den ältesten Text. Den hat man nämlich vor 91 Weltzeitaltern schon gesprochen. Und heute haben wir ihn immer noch. Ich betone das ein bisschen lächelnd, um zu zeigen, dass diese Verse eben
keine Allerweltswahrheiten beinhalten, die morgen nicht mehr aktuell sind, sondern dass die Verse wie die Lehren des Buddha insgesamt Wahrheiten beinhalten, die zeitlos sind, ja? Die also nicht historisch an eine bestimmte Zeit gebunden sind, sondern die immer gelten. Und das gibt natürlich dann auch ein Stück weit Motivation, sich damit zu beschäftigen. Und dieser Vers, wie gesagt, es sind ja nur 4 Zeilen, ist so etwas wie ein Konzentrat der gesamten buddhistischen Lehre, sprich so etwas wie ein Programmentwurf, in dem alle Details, die der Buddha je gelehrt hat, irgendwo seinen Platz finden. Das sind, wenn ihr so wollt, 4 Kapitelüberschriften und alle einzelnen Details der Belehrung passen da rein. So, was heißt das konkret? Erste Aussage, sich allem Bösen wenden ab. Ich habe mal nachgeguckt, wörtlich übersetzt heißt es da, Ungutes nicht tun. Das ist die eigentliche Übersetzung. Und damit ist schon angedeutet, welche Ebene der spirituellen Praxis angesprochen ist, nämlich die Ebene des menschlichen Handelns, also die Begegnung mit anderen Menschen. Denn das Tun im Reden, Denken und Handeln ist ja etwas, was wir ja sozusagen in das Leben hineinbringen, hat etwas zu tun mit dem Kontakt mit anderen Menschen beziehungsweise mit bestimmten Situationen. Und dieser kurze Satz, hört auf, das Schlechte zu tun, ist ja in den Lehren vielfach konkretisiert. Und die wesentliche Konkretisierung ist die der 5 Sila, wo diese Aufforderung, macht nichts Falsches, macht nichts, was unheilsam ist, jetzt ein bisschen von der Abstraktion weggenommen ist, in die konkrete Ebene hinein. Und die 5 Silas, ich wiederhole sie gern, weil man sie sich nicht oft genug wiederholen kann, dann sind sie Kernorientierung des zwischenmenschlichen Lebens, bedeuten, töte kein lebendes Wesen, nimm dir nichts, was dir nicht gegeben ist, verzichte darauf, sexuell sozusagen falsche Wege zu gehen, sexuellen Missbrauch, sexuelles Fehlverhalten, verzichte darauf. Dann was Sprache angeht, bleib bei der Wahrheit, sag nur das, was auch wirklich stimmt. Und das 5. Sila, berausche deinen Geist nicht mit Drogen, Alkohol oder sonstigen Dingen. Bewahre die Selbstkontrolle. Und das sind die 5 Basics, was menschliches Zusammenleben angeht oder was ja den ethischen Bereich unseres Lebens betrifft. Und diese 5 sind an anderer Stelle noch wieder unterteilt, das ist bei der Sprache, nimmt es nur als Beispiel, nicht nur heißt, hört auf mit der Lügerei, bleibt bei der Wahrheit, sondern es wird das noch ein bisschen näher gezeigt, wie man mit Sprache richtig oder falsch umgehen kann. Nicht? Und man kann höflich sein und kann unhöflich sein. Man kann zur rechten Zeit reden, kann zur falschen Zeit reden. Man kann die Wahrheit sprechen, um andere Menschen gegeneinander aufzuhetzen. All diese Dinge. So. Das nur, um zu zeigen, dass diese Überschrift, also sich von allem Bösen abwenden, wirklich nur ein Merkposten ist für eine Vielzahl von einzelnen Belehrungen. Nächste Zeile ist das Pendant dazu, erkämpfen Gutes Schritt um Schritt. Das heißt, das Heilsame auf sich zu nehmen. Ethik bedeutet eben dann nicht nur das Schlechte zu lassen, sondern auch das Gute zu tun. Ich habe mal ein bisschen ein seltsames Beispiel mir ausgedacht, weil bald Weihnachten ist, ja? Ja, ich denke an die Zukunft, Leute. Man kann verzichten darauf, bei Weihnachten die Gans zu schlachten. Dann hat man sozusagen den ersten Teil dieser ethischen Maßregel eingehalten. Man kann sich aber auch entschließen, die Vögel zu füttern. Ja, zusätzlich. Das sind 2 Dinge. Auf der einen Seite unterlässt man das, was unheilsam ist. Und auf der anderen Seite tut man das, was gut ist. Oder ein anderes Beispiel, was im buddhistischen Kontext immer eine große Rolle spielt. Ja, man soll nichts nehmen, was einem nicht gegeben wird. Nicht christlich, du sollst nicht stehlen. Das ist die eine Seite, aber die andere Seite ist, man könnte ja auch was geben. Ja, also was Gutes tun, indem man was gibt. Letzte Bemerkung dazu, das heilsame Tun, das unheilsame Lassen ist immer relativ.
Ja? Bezogen auf den gesamten Entwicklungsprozess, unsere gesamte spirituelle Entwicklung, ist heilsam immer dann, wenn es uns auf dem Weg zu dem Heilen, zu der heilen Situation ein Stück voranbringt. Und wenn es nur eine kleine, minimale Wegstrecke ist. Also heilsam ein Stück voran in Richtung. Die dritte Zeile hieß, sein Herz von Schlacken rein zu glühen. Ja, wir merken das jetzt, oder wir merken es vielleicht noch nicht, aber es ist jetzt eine andere Dimension von Spiritualität angesprochen. Es geht hier nicht mehr, wie eben, um das Verhältnis zu anderen Menschen, wie verhalte ich mich nach draußen. Hier geht es um den zweiten großen Block von spiritueller Entwicklung, der in uns selbst stattfindet. Ja, das Herz ist ja physisch gesprochen etwas, was in uns ist. Und im Spirituellen gesehen ist es ja das, was unseren Charakter ausmacht, die Eigenschaften, die uns bestimmen, die Wesenszüge, die uns ausmachen. Und hier heißt es, soll man reinglühen, das ist das Bild. Ja, man glüht ja etwas, man glüht Eisen oder Metall, dass es rein wird. Und da ist indirekt gesagt, dass das, was wir Herz nennen, unser Charakter, dass der nicht wirklich rein ist, sondern dass der mancherlei Trübungen und Befleckungen hat. Ja? Und manchmal wird Geistesgifte dazu gesagt, aber das ist egal, das ist nur ein Ausdruck. Das ist die Aufgabe, da wo Flecken sind, in der Hose macht man so sauber, macht die Flecken raus. Bei unserer Wohnung machen wir das häufig, bei der Kleidung auch, aber bei uns selbst achten wir weniger darauf. Und das ist die Aufforderung des Buddha, ja, mit sich selbst zu arbeiten, das eigene Innere ein bisschen zu polieren. Und auch diese Lehre wird in verschiedenen anderen Lehrreden breit ausgefächert. Und ich nur an zwei, drei Punkten nochmal kurz vielleicht erklären, was mit diesen Trübungen gemeint ist. Die allgemeinste Trübung überhaupt, und die wird uns als solche wahrscheinlich gar nicht auffallen, ist die, dass wir immer noch verletzt oder dass wir überhaupt verletzbar sind. Nicht, dass die Welt, so wie sie sich uns gegenüber zeigt, in uns etwas auslöst. Oft was Angenehmes, oft aber auch etwas Unangenehmes. Und wir reagieren darauf. Der normale Mensch findet es selbstverständlich, aber aus einer hohen spirituellen Situation gesehen ist das unsere Grundkrankheit, dass wir ständig abhängig sind von dem, was da draußen passiert. Und je nachdem, was passiert, löst das in uns etwas aus. Freude oder Schmerz oder Ärger, Zorn, was auch immer. Und wir reagieren drauf. Eine zweite Art, diese Befleckung darzustellen, das habe ich oft als Formel hier schon erwähnt, das ist die berühmte Formel von Gier, Hass und Verblendung. Das sind die Grundbefleckungen. Gier, ich will was haben. Hass, ich will es nicht haben. Und Verblendung, ich habe keine Ahnung, wie die Sache wirklich aussieht. Ich lasse mich täuschen von dem, was das jeweilige Ding auf mich sozusagen einwirkt oder wie das auf mich einwirkt. Also mögen oder nicht mögen, Zuneigung, Abneigung und nicht wirklich sehen, was die Dinge an Wert haben, ist die zweite große Art, wie man diese innere Befleckung darstellen kann. Und etwas Drittes will ich erwähnen und da geht's uns sehr nahe an. Nicht? Wenn von Gier, Hass und Verblendung geredet wird, dann hat man immer den Eindruck, das geht mich ja nichts an, habe ich ja gar nicht. Man hat schon Gier in sich, man hat schon Hass, das haben die anderen allenfalls, aber nicht ich. Aber der Buddha lässt uns da nicht entkommen. Ja, wenn wir da nicht spuren, würde ich sagen, dann gucken wir eben noch ein bisschen genauer hin. Und dieses genauere Hingucken präzisiert er anhand von 16 Herzenstrübungen. Und die lese ich einfach mal vor und ihr hakt dann ab, vorhanden, nicht, das ist ein bisschen praktisch schwer. Ja? Vielleicht habt ihr wenigstens die Worte schon mal gehört. Habsucht ist eine Verunreinigung des Herzens. Übelwollen ist eine Verunreinigung des Herzens. Zorn, Rachsucht, Anerkennungsbedürfnis, Herrschsucht, Neid, Geiz, Heuchelei, Heimlichkeit, Starrsinn, Rechthaberei, eingebildet sein, Überheblichkeit, Rausch,
Leichtsinn. Das waren 16, ich sage, ich könnte noch 100 weitere nennen. Ja? Das sind immer nur Beispiele. Und auch wenn die ein bisschen jetzt, sagen wir mal, stramm formuliert sind, diese Eigenschaften gibt es ja auch noch in sehr, sehr unterschiedlichen Graden. Nicht entweder ganz stark oder eben ganz schwach, das gibt es auch, aber ich würde mal behaupten, dass keiner hier ist, der damit nichts zu tun hätte. Und damit haben wir auch ein Programm, das hier der Buddha einfach damit bezeichnet, dass er sagt, glüht das Herz aus. Das ist jetzt ein poetischer Ausdruck, aber konkret ist gemeint, wenn ihr diese Eigenschaften feststellt, dann guckt, dass ihr sie loswerdet. So. Und da haben wir eine ganze Menge zu tun, wenn wir das wirklich ernst nehmen und vor allen Dingen, wenn wir in uns hineingucken und auch mal nachspüren, was ist denn von diesen Dingen in mir drin? Da ist mehr drin, als wir vielleicht glauben. Zusammenfassend kann man sagen, dass diese Ebene oder diese Aufgabe spiritueller Entwicklung sich darauf bezieht, das eigene Innere stiller zu machen, harmonischer zu machen, friedlicher zu machen, ausgeglichener zu machen, nicht einfach mehr in Balance zu kommen und nicht so sehr in der Wirrnis des Alltages umzugehen. Und letzte Zeile, die streife ich nur kurz, sie heißt, das, was eben vorgetragen worden ist, ist der erwachte Lehrgebot, also das Lehrgebot der Buddhas. Da gefällt mir das Wort Gebot nicht wirklich gut. Das ist eine richtige Möglichkeit der Übersetzung. Aber Gebot klingt so zeigefingermäßig. Ihr dürft nicht, ich verbiete euch, lasst es ja, sonst gibt's was so ungefähr. Das ist nicht die Art der buddhistischen Belehrung. Die Art der buddhistischen Belehrung ist, guck an, was das für ein Unsinn ist und wenn du es erkannt hast, dann lass es. Ja, das ist mehr die Empfehlung, Dinge zu lassen, als so der strikte Befehl und wenn ich euch da nochmal erwische. Aber, und deshalb habe ich es nochmal erwähnt, hier ist auch die dritte Ebene der spirituellen Praxis genannt, nämlich das Lehrgebot, was man als Wissen, Einsicht, Weltanschauung, Kenntnis und so weiter betrachten kann, was im buddhistischen Kontext immer als Weisheit bezeichnet wird. Nicht? Wer kein vernünftiges Wissen in Bezug auf die Realität hat, der wird blind durch das Leben laufen. Und deshalb ist Spiritualität im Buddhistischen immer dieser Dreiklang Sila, Samadhi, Panya. Sila ist der richtige Umgang mit den Menschen. Samadhi ist die eigene innere Umgestaltung, Sammlung, Meditation. Und das Letzte ist Weisheit. Und in dem Vers, den ich euch eben vorgestellt habe, ist im Grunde nichts anderes gesagt, kümmert euch drum, ja, dass auf diesen drei Ebenen der Praxis sich etwas tut. Ja, und schon haben wir den ersten Vers. Ja. Und so geht es weiter, 423 Mal. Ist nicht immer so intensiv und vielfältig, was drinsteckt, aber man könnte vermutlich über jeden Vers, Buch schreiben oder Aufsatz allemal. So, Nummer 2. Ernst leitet zur Todlosigkeit, Leichtsinn zum Reich des Sterbens hin. Die Ernsten sterben nimmermehr, die Leichten sind den Leichen gleich. Also nochmal. Ernst leitet zur Todlosigkeit, Leichtsinn zum Reich des Sterbens hin. Die Ernsten sterben nimmermehr, die Leichten sind den Leichen gleich. So, was gemeint? Also was, glaube ich, rübergekommen ist beim ersten Anhör, dass da einmal zwei Grundhaltungen der Menschen genannt werden. Nicht? Das eine ist Ernsthaftigkeit und das andere ist Leichtsinn. Und gleichzeitig ist genannt die jeweilige Folge von diesen Handlungen, beziehungsweise Haltungen, Sterblichkeit und Todlosigkeit. Und ihr merkt, dass da auch, sagen wir, ein sehr
ja, allgemeines Thema angesprochen wird, keine Spezialfrage, sondern allgemeines Thema. Und wenn ihr so wollt, ist das nichts anderes als eine Präzisierung dessen, was ich vorher schon vorgetragen habe. Was ist der Hintergrund? Der Hintergrund dieser Aussage ist ein tiefer existenzieller Zusammenhang, über den der Buddha immer wieder spricht. Das ist die Bedingtheit des Erlebens. Karmischen Zusammenhänge sind hier angesprochen, die nichts anderes besagen, als dass es einen engen Zusammenhang gibt zwischen dem, was man tut und dem, was man erlebt. Konkreter, jeder Mensch hat bestimmte Anschauungen, Vorstellungen im Geist. Daraus entwickelt sich eine innere Haltung, die Motivation, was man will oder nicht will. Daraus ergeben sich die Handlungen. Und aus den Handlungen wiederum ergeben sich die Dinge, die man erlebt. Ursache, Wirkung, Wirken und Erleben. Das ist die Kurzform von Karma. Und damit ist doch schon gesagt, dass ein Riesenunterschied ist, wie ich innerlich sozusagen strukturiert bin, ob ich jemand bin, der ein Leichtsinniger ist, oder ob ich jemand bin, der eher ein ernsthafter Mensch ist. Und das will ich im Einzelnen noch mal ein bisschen erläutern. Also Leichtsinn, Pamado heißt das in Pali. Und das ist, muss ich sagen, eine verbreitete Eigenschaft von ja, geistigem Schlendrian in ganz unterschiedlichen Namen. Lest mal ein paar vor. Lässigkeit, Fahrlässigkeit, Nachlässigkeit, Sorglosigkeit, Unachtsamkeit, Leichtfertigkeit, Unbekümmertsein, Übermut. Das sind alles Bezeichnungen für mehr oder weniger denselben Haltungskomplex, den ich hier ansprechen will. Und was ist damit gemeint? Was ist das für eine Haltung? Das ist eine Haltung, die sich immer nur um die momentane Situation kümmert und nur um das kümmert, was jetzt gerade schön ist. Ja? Diese Haltung sieht nicht, was danach kommt und nicht, was davor war, sondern jetzt ist es schön, dann lassen wir es dabei. Diese Haltung sieht nicht das Ganze, sondern immer nur einen Teil der Wirklichkeit, keine Zusammenhänge, keine Ursachen-Wirkungszusammenhänge. Ist eine Haltung, die einfach das Leben nicht ernst nimmt, die nicht genau hinguckt, die keine Achtsamkeit entwickelt, die nicht auf die Folgen des eigenen Handelns reagiert oder achtet, die keine wirkliche Zielstrebigkeit besitzt, sondern sich von dem Wind, der im Leben so weht, mal nach links, mal rechts, nach vorn zurück wehen lässt. Nicht? Vor allen Dingen, und das ist immer der wichtigste Punkt in den Belehrungen des Buddha, man achtet nicht auf die Wirkungen und schon gar nicht auf die Fernwirkungen dessen, was man denkt, redet und handelt. Und das Maximum von Nachlässigkeit oder Pamado, wir haben es genannt, Leichtsinn, ist das, was wir Rausch nennen. Rausch ist ja gerade die Situation, wo Achtsamkeit, Wachheit, geistige Präsenz überhaupt nicht da ist, sondern wo man seinen inneren Trieben, Neigungen und Tänzen sozusagen willenlos ausgeliefert ist und dem folgt. Klammeranmerkung, das ist genau der Hintergrund, warum das dritte Sila heißt, nein, das fünfte, sorry, das fünfte Sila heißt, keine Drogen, keine Rauschmittel, weil das die Instrumente sind, wie man sich seinen Geist kaputt machen kann. Das ist der Hintergrund, weil Drogen Rausch auslösen, sprich zu Leichtsinn führen. So, das erklärt relativ leicht, warum der Buddha sozusagen der gegenteiligen Haltung ja so eine große Wertschätzung entgegen bringt. Ah, Pamado heißt das. Ja, Ernsthaftigkeit, also die Empfehlung, nicht lässig zu sein. Und diese Empfehlung ist immer eine Empfehlung, achtsam zu sein, geistig wach zu sein, also mitzukriegen, was passiert im Moment, was mache ich im Moment, was passiert mit mir im Moment. Seine Haltung, die das, was im Leben sozusagen auftaucht, auch ernst nimmt, nicht über die gravierenden Dinge des Lebens so hinweggeht oder sie beiseite wischt, auch das Unangenehme mal anschaut und nicht sagt, da habe ich keine Zeit für jetzt im Moment, es kommt irgendwann mal dran.
Und im tiefsten ist es eine Haltung, die immer wieder auch auf die Daseinsmerkmale schaut, auf die Wandelbarkeit, auf die ja nicht zufriedenstellenden Aspekte des Lebens und auf die Bedingtheit und Substanzlosigkeit aller Dinge. Und das ist eine Haltung, die auch das, was man als richtig angesehen hat und eingesehen hat, ernst nimmt. So zum Maßstab für das eigene Leben nimmt. Ich füge aber wirklich mit drei Unterstreichungen hinzu. Wenn hier von Ernst oder Ernsthaftigkeit geredet wird, hat das nichts mit Depression zu tun. Ja? Also, dass man denkt, oh je, da muss ich ein ernsthafter Mensch sein. Das heißt nur mit gebeugtem Auge und Tränen in den Augen und mit säuerlicher Miene und so. Das ist überhaupt nicht gemeint. Im Gegenteil, ich behaupte, dass Ernsthaftigkeit und Heiterkeit geradezu zusammengehören. Nicht? Wenn jemand ein wirklich weitreichendes, hohes, tiefes, spirituelles Ziel hat, dann ist Ernsthaftigkeit die Notwendigkeit, um das zu erreichen, aber Heiterkeit auch die zweite Hälfte dieser Stimmung, weil sie einem immer zeigt, wo es mal hingeht. Und es geht ja immer ins Bessere, ins Freiere, ins Hellere hinein. Kurz nochmal beleuchtet, warum der Buddha so unterschiedlich bewertet. Das hängt natürlich damit zusammen, dass diese verschiedenen Haltungen auch ganz unterschiedliche Ergebnisse haben. Lässigkeit wird immer negativ behandelt oder beurteilt, Ernsthaftigkeit immer positiv. Und das sagt uns schon unser Alltagsverständnis, unsere Erfahrung sagt uns das schon. Wie oft haben wir in einem leichtsinnigen Moment viel kaputt gemacht, ja, was nur mit Mühe wieder zu reparieren war. Und manches ist überhaupt nicht mehr zu reparieren. Nicht? Also mit besoffenem Kopf zu überholen, wo man eigentlich nicht überholen soll auf der Straße, kann zu Folgen führen, die man lebenlang einfach nicht mehr los wird. Das nur mal als ein bisschen extremes Beispiel. Muss nicht ja alles so schlimm ausgehen, aber das zeigt, welche Folgen das haben kann, wenn man einfach nur so in das Blaue hinein agiert. Und der Erwachte sagt an einer anderen Stelle auch ganz präzise, nicht wer nicht ernsthaft mit seinen materiellen Dingen umgeht, der wird irgendwann einfach mal arm sein, er wird nichts mehr haben. Und das merkt jeder, der Geld ausgibt, wie es so von innen raus will und nicht achtet, was ist auf ihrem Konto drauf. Ja? Also das ist das Primitivste von Ernsthaftigkeit, dass ich, bevor ich die Scheckkarte raushole oder meine EC-Karte irgendwo da reinschiebe, erstmal überlege, kannst du dir das erlauben? Hast du so viele Mäuse, um das überhaupt zu machen, was alles so an momentan Drängen in dir ist? Und darüber hinaus, meine, oder hat ja immer diese unterschiedlichen Perspektiven. Was passiert jetzt, was passiert in einer halben Stunde und was passiert ganz, ganz spät? Und deshalb sagt er am Anfang, Todlosigkeit und, ja, es ist Reich des Sterbens. Ja? Das fängt schon damit an, dass unser Leben begrenzt ist. Und viele haben halt nur die nächsten Jahre noch vor Augen und die müssen noch mal richtig sozusagen aufgemöbelt werden. Da muss nur all das passieren, was ich in diesem Leben erleben will. Und da passiert es allzu schnell, dass man auch mal bei den von mir erwähnten Silas nicht so genau hinguckt, dass man einfach darüber hinweggeht und eben nachher die Rechnung zahlen muss. Und wenn ich jetzt ganz ans Ende denke, nicht? Der Buddha guckt ja immer auch ans Ende der Existenz, da ist eben die entscheidende Weichenstellung, ob ich im Vergänglichen, im Wandelbaren, im Weltlichen verhaftet bleibe, oder ob es mir gelingt, aus diesem bedingten, entstandenen, gewordenen irgendwann mal herauszukommen. Und der leichtsinnig ist, der hat ja eben nur das Momentane im Auge. Der kümmert sich nur um das Momentane, das bis jetzt da ist, was jetzt schön ist, und bleibt dadurch in das Hier und Jetzt verstrickt und auch in dem Weltlichen verhaftet. Während derjenige, der sozusagen die tiefere Dimension der Existenz im Auge hat, mehr den Fernblick hat, der weiß, dass alles, was wandelbar ist, wieder vergehen muss. Nicht? Und er weiß, dass er sich weniger um diese Dinge kümmern muss und sich mehr kümmern muss um das, was über die Zeit, über den Tod auch hinweg trägt.
Das haben wir vorhin in anderem Zusammenhang gehört, das sind die inneren Wandlungen, nicht das Herz, das reiner geworden ist, unser Charakter, der besser geworden ist, der trägt sehr viel weiter in unserem Leben als die momentane Befriedigung dessen, was uns gerade über den Weg läuft. Kannst du noch bitte kurz sagen, welcher Vers das war? Das kann ich dir sagen, das war die Nummer 21. Ja. Dann kommen wir zu dem nächsten, das sage ich gleich, das ist Dhammapada 130. Ein jedes Wesen scheuet Qual und jedem ist sein Leben lieb. Erkenn dich selbst in jedem Sein und quäle nicht und töte nicht. Nochmal. Ein jedes Wesen scheuet Qual und jedem ist sein Leben lieb. Erkenn dich selbst in jedem Sein und quäle nicht und töte nicht. Wenn der Buddha lehrt, hat er immer zwei Ansätze. Einmal erklärt er die Lebenswirklichkeit, also analytisch, und dann gibt er praktische Hilfen, praktische Ratschläge, wie man sein Leben führen soll. Und das ist hier ein Stück weit kombiniert. Eine Grundeigenschaft des Menschen, oder man muss sagen, Grundeigenschaft jedes Wesens ist gleich am Anfang genannt. In der Verszeile, ein jedes Wesen scheuet Qual. Wörtlich übersetzt heißt das ein bisschen anders, da heißt es nämlich, jeder zittert vor dem Stock, und jeder fürchtet den Stock. Klammer auf, es ist genau dasselbe, es ist nur so ein Zwischenschritt zu verstehen. Denn man zittert ja nicht vor dem Stock, sondern vor dem Schlag, den man kriegt. Und man zittert auch nicht vor dem Schlag, sondern vor dem Schmerz, den man kriegt. Und damit sind wir bei unserer Zeile, dass jeder Mensch Angst hat vor Schmerz, vor negativen Erfahrungen, vor unguten Gefühlen. Jedes Wesen, auch wenn das im Detail vielleicht anders aussieht. Und wenn man das positiv wendet, muss man sagen, jeder Mensch möchte froh sein, möchte glücklich sein, möchte zufrieden sein, möchte, dass es ihm gut geht. Das mag jetzt inhaltlich ganz, ganz unterschiedlich aussehen, was man möchte, damit es einem gut geht. Nicht der eine möchte dann einfach nur viel Geld auf dem Konto haben. Ein anderer findet es wichtig, dass man gute zwischenmenschliche Beziehungen hat. Ein dritter sagt, ich will nach dem Tod ins Paradies. Und ein vierter sagt, ich will einfach nur Weisheit erwerben oder Herzensfrieden, inneren Frieden finden, was auch immer. Oder verlöschen, es gibt ja die tollsten Sachen, die man sich wünschen kann. Das mag sehr unterschiedlich sein. Aber was immer gleich ist, man möchte vom Schlechten weg zum Guten hin. Man möchte vom Unangenehmen Abstand nehmen und das Schöne, das Wohl möchte man erlangen. Und das ist, wie der Buddha hier sagt, eine Tatsache, die jedes Wesen betrifft. Und dann folgt gleich die Aussage, und jedem ist sein Leben lieb. Das stimmt ja auch. Die meisten Menschen hängen an ihrem Leben. Und warum tun sie das? Weil sie ja gerade im Leben es schön haben wollen. Ja, weil sie mit dem Leben und in dem Leben ihr Glück erreichen wollen. Sie haben ja keine Vorstellung, dass es ohne Leben auch geht. Lassen wir das aber beiseite. Deshalb wollen sie leben und deshalb haben sie Angst und Furcht und zittern, wenn sie da bedroht sind. Und oft merkt man erst, wie sehr man am Leben hängt, wenn es mal ein bisschen eng wird. Ja, sonst denkt man, was soll's, wenn ich heute nicht mehr da bin, was soll das? Ja? Aber wenn es mal ernst wird, ja, dann merkt man erst tiefer, welche Verhaftungen, welche überaus starken Verhaftungen wir am Leben oder mit dem Leben haben. Und auch wer sich umbringt, der hat auch eine starke Verhaftung ans Leben. Er will nur ein anderes. Ja, er hat keine Möglichkeit oder sieht keine Möglichkeit, ein anderes zu haben. Und diese Grundhaltung, ich will sie nochmal in einer anderen Formulierung des Buddha bringen, weil das eine sehr, ja, sehr tiefgehende, weitgehende Haltung ist. Er formuliert es an einer Stelle so, ich möchte leben, und nicht sterben. Ich wünsche mir Glück und habe etwas gegen Leid. So einfach.
Und jetzt kommt die Schwierigkeit, die da drin steckt. Und dieses Glück haben wollen basiert meistens auf zwei sozusagen Grundzielen. Entweder man möchte was haben oder man möchte was sein. Oder beides am besten noch. Und da fängt der Konflikt an, weil man durch diese starke Getriebenheit, wir alle sind sehr stark getrieben, etwas haben zu wollen oder was darstellen zu wollen, wird unser Blick vernebelt, und der Blick wird vernebelt vor allen Dingen in Bezug auf andere Menschen, andere Wesen. Wir haben eben gehört, die wollen doch im Grunde alle dasselbe. Und weil man stark beschäftigt ist mit dem eigenen, sieht man nicht das, was der andere braucht. Und wenn die eigenen inneren Antriebe sehr stark sind, ist man oft auch geneigt, mal fünf Grade sein zu lassen. Das heißt, Befriedigung des eigenen, ja, auf Kosten des anderen zu betreiben. Fußnote, die fünf Silas sind nichts anderes als so eine Eingrenzung. Ja, mach, was du willst, mach, was du gut findest und brauchst, aber bitte nur bis dahin. Und jetzt kommt der psychologische Trick, den der Buddha anwendet. Da könnt ihr sagen, ach, denkt doch auch an die anderen. Ja, aber das muss ein bisschen tiefer fundiert sein. Und das kommt in der nächsten Zeile zum Ausdruck. Er sagt nämlich, erkenn dich selbst in jedem Sein. Hier empfiehlt der Buddha also einen Perspektivwechsel. Weg von dem, was man so innerlich ohnehin bei sich merkt. Ich will das, ich will jenes. Sondern hin zur genaueren Beobachtung, wie ist es denn in mir? Was läuft denn in mir ab? Was taucht denn da immer so auf in mir? Was will denn da in mir? Um dann zu zeigen, genau so ticken die anderen auch. Wenn du dich kennenlernst, wenn du weißt, wie du funktionierst, dann weißt du auch, wie die anderen funktionieren. Keiner ist in der Hinsicht was Besonderes. Wir alle funktionieren nach denselben Gesetzmäßigkeiten. Und das ist eine große Hilfe, die der Buddha uns hier anreicht, indem er sagt, wenn du was tun willst, dann versetz dich in dem Moment in die Lage des anderen, der davon betroffen ist. Und dann überlege noch, ob du dann deine Handlung so durchführen kannst, wie du das vorhattest. Und das geht in dem Maße, wie man sich in den anderen hineinversetzt, nicht. Ich habe dazu noch mal eine parallele Stelle aus einer anderen Lehrrede vorgelesen, rausgesucht, die das sehr gut illustriert. Also das ist das, was ich jetzt an innerer Reflexion genannt habe, an einem Beispiel mal. Da sagt einer zu sich, mir ist mein Leben lieb, ich möchte nicht sterben. Ich ersehne Wohl und schrecke vor Schmerz zurück. Würde mich einer des Lebens berauben, so wäre das das genaue Gegenteil von dem, was mir lieb und erwünscht wäre. Wenn aber nun ich einem anderen, dem auch sein Leben lieb ist, der ebenfalls nicht sterben will, sondern wohl ersehnt und vor Schmerz zurückschreckt, das Leben rauben würde, so wäre das genau das Gegenteil von dem, was ihm lieb und erwünscht. Wie könnte ich da einem anderen das genaue Gegenteil von dem antun, was mir selber lieb und erwünscht ist? Nicht gehört. Das ist ein guter Vorschlag. Das ist ein guter Vorschlag. Ja, das ist ein guter Vorschlag. Ich glaube, der erste gute Vorschlag. Deshalb lese ich es nochmal vor. Ja? Mir ist mein Leben lieb. Ich möchte nicht sterben. Ich ersehne Wohl und schrecke vor Schmerz zurück. Würde mich einer des Lebens berauben, so wäre das das genaue Gegenteil von dem, was mir lieb und erwünscht ist. Wenn aber nun ich einem anderen, der auch leben und nicht sterben möchte, der auch nur Wohl haben möchte und vor Schmerz zurückschreckt, wenn ich dem das Leben rauben würde, so wäre das das genaue Gegenteil von dem, was ihm lieb und erwünscht ist. Wie könnte ich da einem anderen das genaue Gegenteil von dem antun, was mir selber lieb und erwünscht ist?
Das ist die Botschaft. Und ich glaube, das ist klar. Wenn einem das gelingt in einer Situation, wo man etwas tun will, was nicht wirklich in Ordnung ist, sich erinnert, eben tust du was, was einen anderen Schmerz zufügt. Bremst das zumindest oder man gibt es völlig auf. Hier in dem Beispiel ist nur das Töten genannt. Ich könnte die ganze Lehrrede vorlesen, aber das ist ein bisschen lang, weil das für alle anderen Haltungen und Handlungen auch gilt, wo andere geschädigt, verletzt oder beeinträchtigt werden, ohne dass das notwendig ist. Also das ist der psychologische Trick, sich zu erinnern, wie die Zusammenhänge sind, sich zu erinnern, dass man genauso tickt wie alle anderen auch. Der vierte. Können wir einen noch? Einen machen wir noch, ja? Wer nichts gehört hat, nichts versteht, der altert nur nach Ochsenart. Sein Bauch wächst ihm immer mehr, doch seine Einsicht wächst nicht. Das habt ihr eher mitgekriegt, scheint mir was. Trotzdem nochmal. Wer nichts gehört hat, nichts versteht, der altert nur nach Ochsenart. Sein Bauch wächst immer mehr und mehr, doch seine Einsicht wachset nicht. Das ist ein harmlos klingender Vers, irgendwo auch lustig klingend, aber er beinhaltet auch eine wichtige Botschaft, denn hier sind zwei Leitfragen untergebracht. Die eine Leitfrage ist, welches Wachstum gibt es im Leben? Was sind die Bedingungen für dieses Wachstum? Und damit sind auch die zwei Ebenen der menschlichen Existenz angesprochen, seine Körperlichkeit und sein Geist. Der Hintergrund ist ein zentraler Satz, den wir, glaube ich, auch mal an einer Tagesveranstaltung hier besprochen haben. Alle Wesen bestehen durch Nahrung. Da haben wir einen ganzen Tag mal mit uns beschäftigt. Hier taucht es nochmal auf. Das ist der Hintergrund, dass alle Erscheinungen von uns jetzt, früher, künftig abhängig sind davon, wie wir uns ernähren. Es gibt ja das Wort, man isst, was man isst. Aber hier ist natürlich eine unterschiedliche Gewichtung möglich. Denn normalerweise, wenn wir an Ernährung denken, dann denken wir an materielle Ernährung. Also jeder von uns weiß, dass er sich das ganze Leben lang ernähren muss. Frühstück, Mittagessen, Abendessen plus. Da käme keiner auf die Idee, ich höre auf zu essen, ich habe genug gegessen. Sondern es ist völlig klar, das geht so weiter, weil wir nur körperlich gesehen durch Nahrung existieren. Und hier nimmt sich der Buddha einfach heraus zu sagen, Leute, das hat auch mit dem Geist Ähnliches auf sich. Es ist auch nicht so, dass der einmal da ist, sondern auch unsere innere Seite, unsere geistige, psychische Seite hat auch etwas damit zu tun, dass wir das entsprechend ernähren. Ich sag mal, Stichwort Lernen. Ja, Lernen ist eine Art von Ernährung, auch wenn wir uns das vielleicht in der Weise nicht so klar gemacht haben. Früher hat man gesagt, wenn einer mit 14 seinen Beruf aufgenommen hat, früher waren das Lehrlinge noch, und die hatten mit 17 ausgelernt. Nicht? Damals reichte es vielleicht sogar im Beruf, da hast du noch ein bisschen deine Praxis gehabt und das vertieft, aber 3 Jahre hast du ausgelernt. Das geht heute schon lange nicht mehr. Heute ist ja selbst im beruflichen Bereich angesagt, lebenslanges Lernen. Geschweige denn von dem, was ja eher der Kern unserer Existenz ist, unser Geist, unsere Psyche. Also auch da hat man nie ausgelernt. Und wer das nicht begreift, für den gilt der Vers, den ihr gehört habt, der altert nur nach Ochsenart. Ja, was passiert mit dem Ochs? Der frisst Gras und von Jahr zu Jahr wird der runder, hat enorme Kräfte, nicht? Körperkräfte sind enorm. So ein Ochs, wenn der pflügen muss, er muss da schon ordentlich was machen. Aber sein Geist ist so klein. Und er wird, wenn er überhaupt Geist hat, und er wird gelenkt von dem Bauern, der ihm dann sagt, jetzt links, jetzt rechts und jetzt geradeaus, und dann kriegt er noch eins hinten auf den Rücken, wenn er nicht will. Also er hat viel Körperkraft, aber sie ist nicht so nutzbringend wie die geistige Kraft, die das Leben mehr entscheidet. Und jetzt spricht der Buddha diesen Aspekt an, wer nichts gehört hat,
Da muss ich nochmal Stopp machen, weil die alten Religionsgründer und Lehrer haben ja alle keine Bücher geschrieben, sondern die haben ja mündlich gelehrt, die haben das vorgetragen. Und Buddha hat nur gesprochen und nicht getwittert oder sowas. Ja, das ist, muss man zur Kenntnis nehmen. Er hat gesprochen, nicht, damit die Menschen hören können. Und deshalb hießen die Menschen, die viel gehört haben, Bahasuta, waren, wir sagen heute, belesen. Das waren Behörte, weil sie viel aufgenommen haben. Und hören ist nichts anderes als das Aufnehmen von geistiger Nahrung. Jetzt haben wir den Zusammenhang von vorher. Wer viel hört, Dinge aufnimmt, der nimmt geistige Nahrung auf sich. Aber auch da ist Vorsicht geboten. Nicht alles, was man hört, ist auch nahrhaft. Nicht? Man kann auch seinen Geist zuschütten, geradezu, mit allem möglichen Müll, den man aufsammelt, der existenziell gesehen völlig bedeutungslos ist. Und der Nebenaspekt ist auch noch dabei, Sutta, das Gehörte, meint nicht nur das, was an Schallwellen nur gekommen ist, das, was wir vielleicht auswendig gelernt haben, sondern auch das, was von uns durchdrungen ist. Man muss gerade die Lehren des Erwachten, und das wäre jetzt sozusagen eine nahrhafte Nahrung, diese Lehren muss man auch bearbeiten, nicht wie man einen Schnitzel kaut, muss man auch die Lehren des Buddha kauen. Man muss sie so lange bearbeiten, durcharbeiten, dass man sie irgendwie versteht und verinnerlicht. Und ein letztes, nur als Beispiel, Ananda, einer, den haben wir vorhin schon mal kurz erwähnt. Ananda war einer der großen Schüler des Buddha und hat ihn ja 25 Jahre sehr eng begleitet. Und der wurde genannt ein Bahasuta, einer, der viel gehört hat. Er hatte nämlich, er war an der Spitze derer, so heißt es, er war an der Spitze derer, die viel gehört haben. Nicht? Und stellt euch mal vor, ihr hättet die Möglichkeit gehabt, dem Buddha 25 Jahre lang zuzuhören. Was das für eine geistige Nahrung gewesen wäre. Und Ananda hat das nicht nur sozusagen mit den Ohren aufgenommen, sondern auch mit dem Geist aufgenommen, mit dem Herzen aufgenommen und ist deshalb auch als Heiliger gestorben. Nicht als Ochse, sondern als Heiliger. Und zum Abschluss will ich auf eine Sache nochmal hinweisen. Das ist eine sehr wichtige Sache. Ich habe diesen Begriff immer mal wieder erwähnt. Dieser Begriff heißt Sotapatti. Und er wird entweder übersetzt mit Stromeintritt oder Hörerschaft. Und das sind Begriffe im buddhistischen Kontext, die etwas ganz Spezifisches aussagen. Sie drücken nämlich aus den entscheidenden Wendepunkt in der Existenz, wo man von einem unbelehrten Weltling, ja, so einem Weltmenschen, zu einem Menschen wird, der den Weg zur Befreiung gehen wird und ankommen wird. Nicht? Also die Sotapatti ist die entscheidende Einsicht, die aus einem normalen Menschen jemanden macht, der nicht mehr von seiner spirituellen Praxis abkommen kann und irgendwann das Ziel erreichen wird. Warum sage ich das? Das hat einfach mit dem Wort Sotapatti zu tun, mit Hören nämlich zu tun. Ich sagte, dass man dieses Wort als Stromeintritt bezeichnen kann und als Hörerschaft. Sprachlich gesehen sind beide Übersetzungen möglich, weil einmal Soto Strom heißt, also der Main wäre ein Strom, und wer in den Strom eintritt, wird sozusagen vom Strom der Lehre irgendwann in das Meer der Freiheit getragen. Aber Sotang kann auch heißen Hören und Gehör. Und dann ist gemeint, dass jemand in seinem Leben wenigstens einmal das Wichtige, das Entscheidende gehört hat. Nicht? Dass er in seinem Leben auf die Wahrheit gestoßen ist. Und nicht die Allerweltswahrheiten, sondern auf die tiefsten Wahrheiten eines Erwachten gestoßen ist, die ihm oder ihr sozusagen helfen, die Lebensproblematik, ja, zu lösen.
Und das ist der, um das, das ist fast kein Wortspiel. Das ist jemand, der gehört hat, der dann auch gehorsam ist, nicht? Der auf das Gehörte hört, es für sich verbindlich nimmt und nicht nur sagt, ja, ja, der Buddha hat, ne, der hat das gesagt und jenes, toller Mann gewesen, aber ansonsten geht mich das nicht sehr viel an. Nicht? Wer wirklich mal die Wahrheit gehört hat, der hört auf sie und wird in diesem Sinn auch gehorsam. Und da will ich zum Abschluss nochmal eine kleine Passage vorlesen, die in den Texten immer mal wieder auftaucht, wo gezeigt wird, wie durch das bloße Hören der Wahrheit der eben von mir genannte innere Umschwung zustande gebracht wird. Nun führt es ein Beispiel eines Laienanhängers, Upali heißt er. Nun führte der Erhabene den Hausvater Upali in einem allmählich ansteigenden Lehrgespräch ein. Er sprach mit ihm über das Geben, über die Tugend, über himmlische Existenz. Er zeigte Elend, Sinnlosigkeit, Beflecktheit der Sinnesdinge und den Segen des Übersteigens der Sinnenzucht auf. Als der Erhabene sah, dass der Hausvater im Herzen befreit war, sanft, von Hemmungen frei, zu seinen höchsten Möglichkeiten erhoben, befriedet, da gab er die Lehrdarlegung, mit welcher die Erwachten aus allem herausführen. Das Leiden, die Entwicklung, die Auflösung und den Weg. Wie ein reines, fleckenloses Gewand sofort Farbe annimmt, so ging dem Hausvater Upali noch während er da auf seinem Sitze saß, das staubfreie, fleckenlose Auge für die Wahrheit auf. Was immer auch entstanden ist, muss alles wieder untergehen. Im Grunde läuft die Lehre des Buddha auf diesen Satz hinaus. Was immer auch entstanden ist, muss alles wieder untergehen. Der Rest ergibt sich daraus. Und was hat das mit dem Hören zu tun? Nur genau das, dass man irgendwann in seinem Leben wenigstens einmal diesen Satz gehört haben muss. Und jetzt kommt es aber eben nicht nur gehört. Ihr habt ihn alle gehört, aber ob ihr ihn gehört habt, ist eine andere Sache. Warum? Weil dieses Hören, von dem ich jetzt spreche, kein mechanischer Vorgang ist, sondern einer, wo unser Innerstes beteiligt sein muss. Sonst wird es nicht funktionieren. Und dieser Text, ich weiß nicht, ob es rausgekommen ist, deshalb sage ich es, dieser Text zeigt zugleich die Voraussetzungen, die notwendig sind, um diesen Satz auch wirklich zu hören. Man muss innerlich offen sein. Nicht alles schon wissen, alles schon besser wissen, sondern offen sein für Dinge, die einem gesagt werden. Und zweitens, man muss innerlich bereit sein. Man muss die besten innerlichen Voraussetzungen, die besten psychischen, emotionalen Voraussetzungen haben, dass diese Wahrheit eindringen kann. Nicht, wenn wir gerade an zu Hause denken, ans Fernsehprogramm, was nachher gleich losgeht, hat man keine Chance mit diesem Satz. Und das Letzte habt ihr vielleicht auch mitgekriegt, der Buddha fängt nicht mit den tiefsten und heiligsten Wahrheiten an, sondern er führt die Menschen heran. Nicht? Er führt sie ein, spricht über das Geben, Karma, Jenseits, Meditation, Transformation, all diese Dinge. Und wenn er dann merkt, mein Gegenüber ist jetzt offen für die Wahrheit, dann sagt er, das, worauf es ankommt, das sind die vier Heilswahrheiten. Nicht? Die Lehre vom Leiden, von der Ursache, von der Aufhebung und dem Weg dahin. Und was geschieht bei dem, der dazugehört hat? Ja, es ist, dem geht das fleckenlose Auge der Wahrheit auf. Der sieht auf einmal, was Existenz wirklich ist. Der sieht den Kern des Daseins. Und was sieht er dabei? Alles
was auch immer entstanden ist, muss wieder untergehen. Und mit diesem Satz möchte ich enden, weil das der entscheidende Satz in der Belehrung des Buddha ist. Was immer auch entstanden ist, muss alles wieder untergehen. Gut. Möchte jemand was sagen? Oder wollen wir die anderen 421, wollen wir die noch nachlegen? Bitte. Ich möchte gerne aus dem einen Vers, dieses Sein wollen, um glücklich sein zu können, und was davor war, in der Welt etwas darstellen wollen. Das würde ich mal zusammen befragen. Das eine, Sie hatten gesagt, die Begründung ist, dass wir sein wollen, nämlich dass wir glücklich sein wollen. Jetzt stellen wir ja fest, interessanterweise, dass selbst Menschen, die extrem gelitten haben im Leben, eben nicht danach neigen, zu sterben, dass sie sagen, dass es endlich zu Ende ist, sondern sie, wenn es dann käme, sie sagen vielleicht manchmal, ach, wenn ich jetzt endlich sterben könnte, aber wenn es dann kommt, dann wollen sie einfach, dann wollen sie leben. Da ist mir die Frage, ist mir die Antwort ein bisschen zu einfach oder zu oberflächlich, wenn man sagt, ja, sie wollen glücklich sein. Da muss doch noch was anderes hinter sein, wenn jemand, der sehr viel gelitten hat und dann immer sich nach dem Tod sehnt, wenn der Tod dann endlich nahe kommt, dann auf einmal aufschreit und es gar nicht will und dagegen kämpft. Da muss es ja mehr sein, als nur glücklich sein zu wollen. Frage ich einmal. Das andere ist mit dem in der Welt was darzustellen. Ich habe in einem Buch gelesen von einem buddhistischen Meister, dass er gesagt hat, zu beneiden jemanden, der etwas geworden ist, was man selber nicht geworden ist, das sollte man nicht tun, weil man erstmal nicht weiß, ob dieser Mensch in dieser Rolle glücklich ist. Und das andere war eben die Antwort, es wäre vielleicht seine karmische Bedingung, dass er jetzt was in der Welt darstellen kann. Und wenn man selbst nichts darstellt, ist es vielleicht auch seine eigene karmische Auswirkung. Aber woher weiß ich das? Also die Problematik, die ich habe, ist, wenn man vielleicht wirklich aus karmischen Gründen nichts darstellt in der Welt, nichts erreicht hat, auch wenn man vielleicht sich sehr bemüht hat, dann könnte man ja aufhören, weiter zu streben. Aber das würde ja für mich bedeuten, dass ich weiß, dass es mit meinen karmischen Verflechtungen aus früherem Leben zu tun hat. Es könnte aber auch sein, dass ich einfach sage, die Strukturen in unserem Land oder in unserer Gesellschaft sind leider so, dass die, die wirklich was vielleicht im Kopf haben, nichts darstellen, und die anderen, die eben andere Wege gehen, ja, das kriegen wir ja mit. Manche sind in der Welt was ganz Bedeutendes oder fragen sich, wie sind die das geworden? Warum sind die das geworden? Und das ist eben etwas, was ich mal ganz gerne aufgeklärt hätte. Wenn es nicht mehr ist. Also ich versuche es mal wenigstens ein paar Worte zu sagen. Also die erste Frage ist ja die Hamlet schon immer gestellt hat, ja, sein oder nicht sein. Und er sagt ja, man würde alles, was dieses Leben sozusagen an Schwierigkeiten und Ärger und Leiden mit sich bringt, würde man ja mit einer Nadel beenden können, wenn man wüsste, damit ist alles vorbei. Und dann führt er lange aus, und man weiß ja nicht, ob es vorbei ist, ob man dann schläft, man könnte ja auch träumen. Und wenn man träumt, kann man gut träumen oder kann schlecht träumen. Also bleibe ich mal lieber hier, da weiß ich, was ich habe. Ja? Und auf das Beispiel bezogen, das du genannt hast, ja, da hat einer sehr viel gelitten, wünscht sich eigentlich den Tod, aber schreckt dann doch zurück. So, was heißt das? Er wünscht sich nicht den Tod, sondern er wünscht sich, dass dieses Leben anders ist. Dass es besser ist. Und da es bisher mit den Mitteln, die er eingesetzt hat, nicht besser geworden ist, fällt ihm die Hamletsche Nadel ein. Aber dann zuckt er genauso zurück, weil er nicht sicher weiß, ja, oder intuitiv vielleicht doch weiß, dass es nicht die Lösung ist, sondern dass es weitergeht. Und deshalb ist ja der Ansatz des Buddha, eben nicht in der äußeren Welt versuchen, die Dinge zu ändern oder das Leben so äußerlich zu gestalten, dass es deckungsgleich wird mit dem, was ich entweder haben will oder sein will,
sondern dass das, was ich am Anfang gesagt habe, im Kern hilfreich ist, das Herz zu läutern, also das Innere zu läutern. Warum? Weil nach den wiederholten Aussagen nicht nur des Buddha das, was wir unser Innerstes nennen, die Keimzelle ist dessen, was wir später oder jetzt außen erleben. Das ist doch die Grundbotschaft, die ich auch hier immer wieder versucht habe rüberzubringen. Es gibt nur diese zwei Komponenten in der Existenz, das aktiv etwas tun, denken, reden, handeln, und das Erleben. Und beides korrespondiert miteinander, beides entspricht sich. Nicht im Moment, aber von dem inneren Wirkungszusammenhang. Und das heißt immer, wenn ich ein freudvolleres, zufriedeneres, etc. lieberes Leben haben will, müssen meine Handlungen entsprechend sein, auch wenn das lange dauert. Und jetzt mache ich den Schlenker zu der zweiten Frage, die eng mit verbunden ist. Und es geht ja fast allen so, dass wir uns fragen, warum hat er den Job, den der da hat, und nicht ich? Ich bin doch viel besser. Nicht? Warum verdient er dreimal so viel Geld? Ich bin doch viel fleißiger, viel intelligenter. Warum hat er die Schönheitskönigin Miss Germany heiraten können und ich nicht? Nur die Miss Hessen oder was? Also diese Fragen haben wir doch dauernd. Und wir machen genau verantwortlich die äußeren Bedingungen. Ja, hätten mich meine Eltern besser erzogen, dann wäre auch aus mir was geworden. Hätte mich meine Schwester nicht immer unterdrückt, dann wäre aus mir ein Kerl geworden. Oder hätten wir nicht diese verdammte Gesamtschule gehabt, auf der ich verödet bin, sondern wäre ich in das Gymnasium oder Eliteschule XY gekommen, dann. Das ist die Grundreaktion. Und wenn das alles nicht hilft, dann ist immer die Regierung schuld. Ja? Das ist dann das Letzte, was uns einfällt. Ja, was sagt der Buddha in so einem Fall? Sachte bleiben. Leute, es gibt nur dieses Wirken und Erleben. Was von euch ausgeht, kommt zurück. Jeder verdient das, was er im Moment erlebt. Aber kein Mensch weiß, nicht, wie lang das bleibt. Die Rollen tauschen sich ja. Und jeder, der erfolgreich war oder heute ist, war irgendwann mal nicht erfolgreich. Und auch wir, die wir vielleicht heute arm, krank, erfolglos sind, waren irgendwann mal das Gegenteil. Und werden auch wieder das Gegenteil sein, weil Leben nichts anderes ist als die permanente Umschichtung all dieser äußeren und inneren Faktoren. Und deshalb haben wir heute andeutungsweise gehört, was der spirituelle Ansatz ist, weg von all den Blödsinn. Und einer der größten Blödsinne, das kann man schlecht sagen, ne? Aber ihr wisst trotzdem, was ich meine, ja? Da ist jemand sein zu wollen, jemand darzustellen. Der Buddha hat seinen Mönchen direkt gesagt, hütet euch vor Ruhm. Das Schlimmste, was einem passieren kann, dass die Leute nach einem gucken, dass sie ein Autogramm wollen. Wenn die Leute ein Autogramm von dir wollen, da wird es schon wirklich schwierig. Da ist schon Gefahr im Verzuge. Weil da nichts anderes passiert als, ach guck mal, ich, ja, ich bin der, ich kann was, die gucken und die lieben mich und mögen mich. Und dieses sich auf das eigene Ich stürzen und mit dem eigenen Ich zu hantieren, ist das Schlimmste, was einem mit das Schlimmste, was einem passieren kann. Ja? Deshalb ist die Botschaft immer die, guck nicht, was mit den anderen los ist. Jeder verdient das, was ihm zusteht. In der Summe erlebt jeder das, was ihm passiert. Alles verändert sich, alles kehrt sich um und nirgends in diesem Gesamtsystem ist eine endgültige Lösung. Das ist die Grundbotschaft des Buddha. Erwache aus diesem Traum, der entweder ein schöner Traum sein kann oder ein schlechter Traum und ein wechselnder Traum, aber trotzdem ein Traum bleibt. Und wir Dummköpfe, wir versuchen immer, nicht aus diesen schlimmen, bedrückenden, ängstigenden Träumen angenehme zu machen. Und wenn die auftauchen, sind wir zufrieden. Ja, bis der nächste Traum kommt, wo es wieder wehtut. Und der Buddha heißt deshalb Buddha, weil er aufgewacht ist. Sag, mit dem ganzen Blödsinn
habe ich nichts mehr zu tun. Ich brauche nichts. Ich will nichts sein. Ja, wer nichts braucht und nichts sein will, hat alles. Dazu eine Ergänzungsfrage. Aber kurz. Ich sehe das ja ein, dass der Ruhm der Welt geht ja weg, dass man da nicht nachstreben soll. Was mich eigentlich beschäftigt ist, wenn ich Leute sehe, die sehr berühmt sind, damit verbunden sehr viel Geld haben und auch sehr viel Einfluss haben, die könnten wirklich auch wichtige Dinge in der Welt verändern und mit beeinflussen. Tun es nicht, die kaufe ich lieber mit dem Geld eine Insel oder was weiß ich, da gehen shoppen nach New York und so fort. Da sage ich manchmal, ja, was mich dann eigentlich ärgert, ist, ich denke, wenn ich jetzt so reich wäre und so einen Einfluss hätte, dann wüsste ich, was ich für Projekte und Initiativen ich tun würde, ja, wo ich helfen wollte. Ich habe aber kein Geld, ich habe keinen Einfluss, gar nichts, keine Macht. Und die Leute, die das haben, ja, die vergeuden es meines Erachtens, ihre Macht und ihr Geld. Ja, und das ist eben das, wo ich dann manchmal sage, warum kann ich nicht auch diesen Ruhm haben oder dieses Geld haben? Weil ich eben denke, da könnte ich helfen. Und das kann ich jetzt nicht. Das ist ja eigentlich. Das ärgert mich, warum die anderen dann so richtig und so weiter. Guck doch mal, der Buddha hatte keinen Besitz. Das heißt doch, er hatte zwei Roben, eine Bettelschale. Ja? Und er hat ohne das von dir erwähnte Bankkonto die ganze Welt sozusagen revolutioniert. Ja? Weite Teile der Welt verändert. Einfach dadurch, dass er die Wahrheit gesehen hat und sie verkündet hat. Das schon mal sozusagen zum Ansatz, mit Geld etwas verändern zu können. Das kann man, aber das ist so marginal, dass das nicht wirklich ins Gewicht fällt. Und das Zweite ist, wer heute berühmt ist, um den kümmert sich übermorgen keiner mehr. Wer heute sein Konto aufräumt, hat übermorgen keins mehr. Das ist sozusagen gesetzmäßig. Du brauchst gar nicht auf den oder den zu gucken. Du kannst für alles sagen, irgendwann haben sie nichts mehr von dem, was sie jetzt haben. Und abgesehen davon, die allermeisten, die jetzt vor uns glänzen und glitzern, sind ganz oft arme Wesen. Nicht? Sie glänzen und glitzern, aber wenn du mal das Türchen aufmachst und reinguckst, sind das ganz kleine, oft erbärmliche, armselige, einsame Wesen. Und wer da in die falsche Richtung guckt, dann guckt er wirklich mehr sozusagen in den materiellen Bereich hinein und guckt nicht auf den Vers, den wir vorhin gehört haben. Haben die ihr Herz geläutert? Ja, das ist ein bisschen altmodischer Ausdruck. Okay. Aber haben die charaktermäßig mit sich etwas gemacht? Haben die das Leben genutzt, um sich zum Besseren hin zu verändern? Oder eben nur nach Ochsenart alt zu werden. Das ist das Konto gewachsen. Nicht vielleicht der Leidesumfang ist nicht gewachsen, aber das Konto ist gewachsen. Und es ist auch eine Form des Alterns nach Ochsenart. Nicht? Was bleibt am Ende übrig? Konrad. Ich wollte nochmal zurückkommen auf Erkenne dich selbst. Ja. Das ist ja ein alter Griechenspruch. Kann man den auch so sagen, erwache zum wahren Selbst? Also der Buddha hat formuliert, das gehört mir nicht, das bin ich nicht, das ist für mich kein Selbst. Das wahre Selbst, in einem relativen Sinn kann man das sagen, in einem relativen Sinn, dass wir sagen, ja, ich bin nicht mein Körper, mein wahres Selbst ist ja, mein Innerstes, mein Geist. Das kann man sagen, aber man muss sich im Klaren darüber sein, dass auch dieses wahre Selbst kein Selbst ist, also nichts, was immer dasselbe bleibt, weil sich das auch immer ändert. Wenn man so mit den Begriffen umgeht, kann man das sagen. Aber man darf nicht davon ausgehen, dass es so etwas wie Substanz, dauerhafte, ewige Substanz gäbe, wo etwas immer mit sich identisch ist, wozu wir selbst sagen. Das ist die große Illusion unseres Lebens. Bitte, ja. Das Herz von Schlacken befreien. Da habe ich eine Frage. Wie verhalte ich mich am besten, um dieser Schlacken gewahr zu werden? Zunächst, wir sind den ganzen Tag beschäftigt, zu denken, zu reden und zu handeln. Und eine der Grundübungen wäre, hinzugucken, aus welchen Motiven heraus mache ich denn das? Ja? Aus Gewohnheit oder aus diesen
verschiedenen von mir genannten Geistesgiften. Nicht? Bin ich jetzt gerade begehrlich, wenn ich was sehe? Habe ich gerade Ärger, wenn mir jemand begegnet? Bin ich neidisch, wenn ich sehe, der fährt ein anderes Auto als ich? Will ich in einem Gespräch Recht haben? Nein, du hast es falsch gesagt, ich weiß es besser. Ja? Also hinschauen, welche Emotionen uns den ganzen Tag begleiten. Erstmal gucken, was ist überhaupt in mir los? Wir sind sehr fixiert auf das, was wir tun. Das heißt, auf die Reaktion, die nach außen hin sich auswirkt, und gucken weniger auf das, was sich innerlich in uns tut. Also welche Gefühle kommen auf in einer Situation? Was lösen diese Gefühle in mir aus? Ja, welche Motivation, welche Emotion, welche Handlungen gehen aus den Emotionen hervor? Also die Idee ist, zu gucken, was passiert hier? Was tut sich? Wir gucken immer, was passiert da draußen. Und der Erwachte rät, guck mehr, was passiert innen. Weil das draußen entwickelt sich aus dem, was in diesem, ja, in diesem Kernprozess da vor sich geht. Du hast vorhin miteinander irgendwie so eine Eigenschaft von umeinander genannt. Da wird auch der Erwachte wird auch Shakyamuni genannt. Kannst du noch ein bisschen da was Näheres dazu sagen? Also der Buddha ist in einem Volksstamm, Clan, geboren, die damals Sakyas genannt wurden. Also wie wir Hessen oder Deutsche oder Bayern oder Sachsen oder so sind, waren das damals in Nordindien unter anderem die Sakya. Und Muni, es wird übersetzt als ein Weiser oder als einer, der schweigt. Jetzt wissen wir aber, dass der Buddha 45 Jahre lang gelehrt hat. Also kann das mit dem Schweigen, das heißt mit geschlossenen Lippen, nichts zu tun haben. Aber trotzdem schweigt der Buddha. Oder besser gesagt, es schweigt in ihm. Was schweigt? Alle die Herzenstrübungen, die wir genannt haben. Gier schweigt, Hass schweigt, Zorn schweigt, Recht haben wollen schweigt. Also alle diese negativen seelischen Kräfte, die sind zur Ruhe gekommen. Deshalb wird er der Weise oder der Schweigende aus dem Sakya-Geschlecht genannt. Shakya oder Sakyamuni.